von seiner großen Güte. Halleluja! In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus! Gerne habe ich die Einladung angenommen, mit Ihnen das Fest der heiligen Hildegard zu feiern. Vor allem, weil ich als Mitglied der Kongregation für die Seligung, Heiligsprechungsprozesse, das Glaubenszeugnis dieser Frau entdeckte und schätzen gelernt habe, deren Weisheit uns überliefert wurde und noch heute ein leuchtendes und nachahmenswertes Beispiel bleibt. Die Welt von Hildegard war nicht einfach. Es waren schwierige Zeiten, Auseinandersetzungen zwischen Päpsten und Kaisern, Zeit der Kreuzzüge, aber auch von spiritueller Erneuerung in der Adlerkirche mit dem Beginn großer monastischer Orden. Hildegard wurde mit der Weisheit Gottes erfüllt, die sie dem Reichtum ihrer adligen Herkunft vorzog. Das bezeugen auch ihre Visionen und Schriften,
in denen sich die große Liebe dieser Ordensfrau zum Leben und zur Welt zeigt. Biblische Erneuerer sind immer tief in der Geschichte verwurzelt und sind nie davon überzeugt, die Ersten oder die Einzigen zu sein, wie oft heute passiert, auch in der Kirche. Hildegard war eine Frau, die ihre Zeit auf spirituelle Weise verstehen konnte und daher mit Hoffnung und Vertrauen auf Gott und auf die Menschen. Diese zweite Überlegung möchte ich hinzufügen. Mich hat die Liebe von Hildegard nicht nur zum Herrn beeindruckt, sondern zur Schöpfung und zum Menschen, wie sie in ihren vielfältigen Interessen zum Ausdruck kommt, die in ihren Schriften zu finden sind, von der Theologie bis zur Musik und zur Küche auch. In ihrem großen Werk Schivias zeigt sich auf der Grundlage einer tiefen und in ihren Visionen erkennbaren Vertrautheit mit Gott der prophetische Geist von Hildegard. Denn wer ist ein Prophet, außer dem, der seine Zeit auf der Grundlage einer tiefen Gottesbeziehung lesen und deuten kann? Daher sind bei ihr Vision und Wort eng miteinander verbunden. Die Prophezie ist Lebensweisheit, genau die Weisheit, die für Hildegard in der Schönheit Christi gründet und die sie als Scientia Dei, Grazia Dei, Sapientia Dei beschreibt. Ist es nicht jene Weisheit, über die wir in der ersten Lesung gehört haben? Macht wohl entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Sie habe ich geliebt und gesucht von Jugend auf. Ich suchte sie als Braut heimzuführen und fand Gefallen an ihrer Schönheit. Werden wir Freunde dieser Weisheit, die sich im Wort Christi kundtut, dann werden auch wir wie Hildegard zur Quelle des Lebens, der Menschlichkeit und der Kultur in unserer Welt. Schließlich, ist die Liebe zum Herrn und zu seinem Wort in Hildegard zur liebevollen Zuneigung und zu Mitleid geworden? Sie war eine Mutter für ihre Ordensschwestern, aber auch für alle, die zu ihr kamen und Heilung suchten. Ihr werden schon im Leben viele Wunder zugeschrieben. Heute sind wir ziemlich zurückhaltend, wenn über Wunder und Heilungen gesprochen wird. Leider sind jedoch die Evangelien voller Heilungserzählungen durch Jesus. Und der Herr sendet die Jünger aus, um das Evangelium zu verkünden und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Pergrem omnia facta sunt. Ibi pater nos omnes, et pater nostram salute, descendet et celis. Et incarnatus est, de Spiritu Sanctu, ex Maria Virgine, Thank you.
heilige Hildegard als Lehrerin deiner Wege geschenkt. Auf ihre Fürsprache bitten wir dich. Für Papst Franziskus und für die Gemeinschaft der Bischöfe, denen der Dienst der Leitung in der Kirche übertragen ist. Zeige ihnen deine Wege, du Gott unseres Lebens. Wir bitten dich, Herr. Für alle Frauen und Männer, die in einem Orden in die Nachfolge Christi getreten sind. Zeige ihnen deine Wege, du Gott unseres Lebens. Wir bitten dich, Herr. Für alle Christinnen und Christen, die sich in ihrem Alltag am Evangelium zu orientieren suchen. Zeige ihnen deine Wege, du Gott unseres Lebens. Wir bitten dich, Herr. Für alle Katechumenen, die sich auf die Feier der Taufe und für alle Getauften, die sich auf die Feier der Sakramente des Altares, der Firmung, der Ehe oder der Weihe vorbereiten. Zeige ihnen deine Wege, du Gott unseres Lebens. Wir bitten dich, Herr. Für alle, die daheim Hildegard an diesem Ort verehrend gedenken, für die Brüder und Schwestern in unseren bolivianischen Partnergemeinden, für die Einwohner dieser Stadt, zeige ihnen deine Wege, du Gott unseres Lebens. Wir bitten dich, Herr. All das bitten wir dich, gütiger, dreieiniger Gott, der du lebst und wirst in Ewigkeit. Amen. Lass uns voranschreiten auf dem Weg zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen.
Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus seinem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinen Namen, das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns abgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Gedächtnis deines Sohnes. Wir vergünden sein einbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt. Stärke uns durch dein Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ihr macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit seinen Aposteln und Märtyrern,
mit der heiligen Hildegard, mit dem heiligen Johannes und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vollzogen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, Weihbischof Manfred Grote, Don Ambrogio, Weihbischof Thomas und die Gemeinschaft aller Bischöfe, alle unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind und erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder. Herr René Wolfram und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bieten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlöser gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung tragen wir zu sprechen. Deinen Willen, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Wir werden ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Der Friede sei mit euch. Der Friede sei mit euch. Hier, der Friede sei. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht schuldig, dass du ein Wesen unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Altar der heiligen Hildegard mit dem heiligen Sakrament und gibst uns Schutz auf die Fürbitte deiner Heiligen. Weise uns durch dein Wort den rechten Weg und gib uns Trost und Kraft in deiner Gnade. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte euch noch grüßen und viele Glück wünschen, die Hildegard. Gibt es viele Hildegard hier, oder? Ja. Einige. Ja, ja. Viele Glück. Der Herr sei mit euch. Und in deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Name des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Thank you.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasset uns beten. Gott, du Quelle des Lebens, du hast die heilige Hildegard mit prophetischem Geist erfüllt. Hilf uns, nach ihrem Vorbild über deine Wege nachzusinnen und deiner Führung zu folgen, damit wir in der Dunkelheit dieser Welt das Licht deiner Klarheit erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Der 17. September ist ihr Todestag. Und im Leben der Heiligen und hoffentlich auch einmal in unserem eigenen Leben zugleich der Geburtstag in das neue Leben bei Gott hinein. Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. So wie wir es im Hochgebet der Eucharistie feiern, für unsere Verstorbenen erbitten. Die irdische Vorstellung von Gott geht über in ein Schauen Gottes. Das hat uns die heilige Hildegard voraus. Und das wohl nicht erst seit ihrem Todestag, wenn wir an ihre Visionen denken, ihre Schau Gottes. Hier ist sie uns nah, im Schrein mit ihren Gebeinen. Und natürlich ist Hildegard uns auch nah in den vielen, die ihren Namen tragen, die heute ihre Namenspatronin hier feiern. Wir haben ja heute Morgen schon gehört, dass einige Hildegards unter uns sind. Hier ist sie uns nah, auch noch einmal in einer tieferen Ebene, die sich kaum in Worte fassen lässt. Viele sind heute während des Tages in die Kirche gegangen, vor den Schrein getreten und haben ihn berührt. Hildegard also, uns örtlich gesehen sehr nah, aber in ihrer Gedankenwelt weit weg. Was fasziniert an ihr? Dass sie für die damaligen Verhältnisse vielleicht eine unwahrscheinliche Breite an Wissen und Erfahrung hatte, dass sie so vieles auf einmal beherrschte, dichten, komponieren, schreiben, das Anwenden von Heilmitteln, die Erforschung der Natur, ihre medizinischen Kenntnisse, die natürlich auch Theologin war, Predigerin, Ratgeberin, Erklärerin des Lebens und der inneren Zusammenhänge und vieles mehr. Als das Kloster Ruppertsberg aufgrund des Zulaufs keinen Platz mehr bot, gründete Hildegard hier ihr zweites Kloster und war fortan Äbtissin zweier Klöster, Ruppertsberg und Eidingen. Hildegard leitete ihr zweites Kloster hier nicht einfach von drüben, von Ruppertsberg aus oder sandte immer wieder Boten nach ihr. Nein, sie machte sich so zweimal in der Woche selbst auf den Weg. Stellen wir uns das vor, erst drüben ein Stück den Berg hinunter, dann mit einem wackeligen Kahn übersetzen über den Rhein und hier den Berg wieder hinauf. Und natürlich diesen Weg auch immer wieder zurück. Hildegard, also nichts anderes als eine Pendlerin. Eine Pendlerin zwischen zwei Ufern. Eine Pendlerin sicherlich auch ein Stück zwischen zwei Welten. Denn wir dürfen schon davon ausgehen, dass die beiden Klöster ein Stück unterschiedlich waren. So wie wir heute bis manchmal der Ansicht sind, dass auf der anderen Rheinseite drüben ein anderer Menschenschlag liegt. Nicht umsonst wird scherzhaft gerne mal
zwischen Hippdebach und Triptebach unterschieden oder die andere Seite die Äbsch-Seite genannt. Ich hoffe, dafür gibt es eine französische Übersetzung. Hildegard, ganz praktisch eine Pendlerin zwischen den Ufern. Eine Pendlerin zwischen Welten, ja Gedankenwelten. Immer wieder pendelt sie zwischen Gott und den Menschen. Was sie in ihrer Schau gesehen hat, wo sie tief in die Vision in Gott eingetaucht ist, das nimmt sie mit hinein in diese andere Welt, lässt ihre Visionen niederschreiben, damit sie andere lesen und hören können. Hildegard verbindet so Welten. Hildegard, eine Pendlerin zwischen den Welten. Ganz einfach zwischen den beiden Rheinseiten. Zwischen gewaltigen Visionen und alltäglichen Fragestellungen in ihren Klöstern. Zwischen der Unbegreiflichkeit Gottes und doch auch seiner Nähe. Zwischen der Begegnung mit Gott und der Begegnung mit Menschen, zwischen Kontemplation und Aktion, zwischen der Zurückgezogenheit im Kloster und der Weltoffenheit. Hildegard sah die Dinge der Welt in Gottes Licht. Sie betrachtete sie daher mit einer sehr großen Ehrfurcht, mit Ehrfurcht vor dem Leben, mit Ehrfurcht vor der Schöpfung, weil letztendlich alles aus Gott stammt. Mit diesem Blick spricht Hildegard hinein bis in unsere Tage und überbrückt so selbst viele Jahrhunderte. Hildegard also, uns Menschen heute doch sehr nah. Amen. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und im Schoße des Vaters ruht. Er hat Kunde von ihm gebracht. Ihr sollt die Großtaten dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Mit Freuden sollt ihr dem Vater danken, denn er hat uns befähigt zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht. Wir bitten dich, Herr, erhöre unseren Geist.
führen mich auf rechte Bahn, so lass ich mir genügen. An seiner Huld und Abgehuld, er wird mein Unglück enden. In Schwachheit stark durch Gottes Kraft, dass wir die Wege Gottes wissen und gehen, dass wir den Geist Gottes in der Schöpfung tiefer erkennen, dass wir Gott in allem und über alles lieben, dass wir dem Anruf Gottes allzeit folgen, dass wir uns durch sein Wort und Beispiel leiten lassen. Hilf uns, Heilige sei ohne Ende. Jesus, im allerheiligsten Sakrament. Sei gegrüßt, Herr Jesus, gegenwärtig im heiligen Sakrament. Du bist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, Brot, das lebt und die Leben schenkt. Sei gegrüßt, Herr Jesus, gegenwärtig im heiligen Sakrament. Du bist die Liebe, die alle zusammenschließt, der Friede, der alle eint. Du bist die Quelle, die das Wasser für das ewige Leben ausströmt. Sei gegrüßt, du Leib des Herrn, für uns am Stamm des Kreuzes geopfert. Sei gegrüßt, heiliges Blut, zu unserem Heil vergossen. Du bist das Lösegeld für unsere Sünden. Mit allen Engeln und Heiligen beten wir dich an. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, unsere Augen sehen Brot, doch der Glaube bekennt. Du bist hier. Wie dieses Brot werden auch wir gewandelt, wenn wir uns Gott im Glauben ganz überlassen. Wir bitten dich,
Gib uns mit dieser Speise deinen Geist ins Herz. Öffne uns dem Wirken des Heiligen Geistes. Lass uns leben in dir. Lass uns leben durch dich für die Schwestern und Brüder. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen. Prestitisti eis, omnia caendo miserabentem. Oremus, Deus qui nobis sul sacramento mirabili passionis tue memoria in reliquisti, tribu equesimus, vita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redentionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Thank you.